Als wir unseren Kollegen Dan Farrington baten, Stephanie Fox zu interviewen, hatte die 21-Jährige noch Körbchengröße 32K. Jetzt, nur wenige Tage später, sind ihre Brüste bereits auf 32M gewachsen. Für manche mag es unterhaltsam klingen, für Stephanie selbst ist es oft ein Albtraum. Sven Wagner. So haben sie die Straßen Londons noch nie gesehen. Und so unverschämt wird kaum ein anderer angestarrt. Es ist die Perspektive von Englands wahrscheinlich größten Brüsten. Und die werden immer größer, mittlerweile 32M. Sie gehören der 22-jährigen Stephanie Fox. Und die empfindet sich selbst als Busenwunder wie Freiwild. Unglaublich. Are they real? Sind die echt? Und kann ich die anfassen? Fragen die immer wieder. Oh my gosh, echt? Darf ich mal? Ich schüttle dann den Kopf und sage, nein, ich kenne sie nicht. Sie dürfen mich nicht anfassen. I don't know you, so no. Random people, no, you can't just touch me. Wenn Stephanie mit Mutter Josie und Schwester Marina ausgeht, sticht sie sofort ins Auge. Und das liegt, welche Überraschung, an ihrer großen Oberweite. Echt tolle lange Beine hat sie. Ich stehe auf tolle Beine. Und was ist Ihnen sonst so aufgefallen? Schöne Augen. Definitiv ihre Augen. Nun fragt man sich schon, was die beiden Herren für Augenhöhe halten. Dass Stephanie häufig angestarrt wird, und zwar nur wegen ihrer enormen Oberweite. Das ist schon so, seit sie ein Teenager war, sagt ihre 32-jährige, normalbrüstige Schwester. Das war ein Schock, dass sie solche Dinge hat und die einfach nicht aufgehört haben zu wachsen. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass meine Brüste kleiner sind. Ehrlich gesagt bin ich sogar froh darüber. Einfach ein Schock, dass ihre immer größer werden und für Gesprächsstoff sorgen. Die Leute starren dich an, die sprechen ganz offen darüber und machen richtig laute Bemerkungen. Das ist verrückt, was die sagen. Die hat ja eine Plauze. Aber es ist doch mein Körper, warum soll ich den verstecken? Sort of thing. It's like, oh, it's my body, it's my shape. Why should I cover up? Deshalb hat sie sich entschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen und ihre rätselhaft wachsende Oberweite zu Geld. Für ihren Traum, Model zu werden, postet sie für eine Art Z-Card mit mehr oder auch sehr viel weniger was an im Fotostudio. Sie hofft, die Bilder mit wachsender Berühmtheit gegen Bares loszuwerden, und dafür ist sie auch bereit zu leiden. Ist es schwer, etwas zu finden, das das alles oben hält? Ja, ist es. Es gibt Stäbchen, aber die sind ziemlich breit und eng. Das tut wirklich weh. Und das Atmen fällt schwer. Die angezogeneren Bilder beim Shooting müssen so wohl unter Qualen entstanden sein. Überhaupt ist es erstaunlich, dass sich so viele Frauen große Brüste wünschen, wundert sich Stephanie. Denn sie hat ihre natürlich gewachsene Pracht schon mehr als einmal zum Teufel gewünscht. Ich kann nicht auf dem Bauch schlafen. Ist zu unangenehm wegen dem Druck auf dem Rücken. Wenn man sich vorbeugt, ist dein Körper in einem seltsamen Winkel. Also, sie sind schon ein Albtraum. Auch Shopping macht keinen Spaß mit solchen Riesenbrüsten. Da wird man zu schnell müde. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass sie bei der aktuellen Größe 32M ein Wäschegeschäft mit Übergrößen braucht. Und da der Busen ja immer noch wächst, gerät man auch hier irgendwann an die Grenze des Fassungsvermögens. Das sieht ja aus wie ein Familienzelt. Das ist eigentlich mehr was für einen großen Hintern. Wer da reinpasst, der hat keinen Spaß mehr. Ja, das ist riesig. Bis Größe 58 ist es auch für Stephanie noch ein Weilchen hin. Aber da ist ja auch noch das Problem mit dem ständigen Angestarrt werden. Und das wurde schlimmer, seit sie in der Zeitung war. Totaler Wahnsinn. Ich war in der Dorfkneipe. Da kamen Leute und sagten, du warst in der Zeitung. Und ich antwortete, ja, das war ich. Ich war mit Freunden was trinken. Und da war diese Gruppe Jungs, die mich nur angestarrt hat. Und ich dachte, denn die waren wie paralysiert. Um das Gefühl einmal zu verdeutlichen, haben wir Stephanie mit einer Kamera, einer Art Busencam, ausgestattet. Wir wollen sehen, für wie viel Aufregung ihr Dekolleté wirklich sorgt. Sprich, ob ihre Modelkarriere eine Zukunft hat. Und beim Schauen erwischen wir ausgerechnet einen, der Deutsch spricht und Ja sagt. Sie hat dieses, man kann nicht weggucken. Ganz einfach. Weggucken kann man nicht. Geht nicht. Ich hab's versucht, geht aber nicht. Ganz einfach. Und damit meint er eindeutig weder Arme noch Beine. Schon erstaunlich, wie man Karriere machen kann, nur weil der Busen immer größer wird. Immerhin hat Stephanie auch schon einen Freund gehabt, der ihr beim Talken in die richtigen Augen geschaut hat.